Moin, Leute, da sind wir wieder. Wir wollen uns ja noch immer der letzten Showwelt angleichen. Dafür habe ich jetzt hier außenrum schon mal die Beleuchtung gesetzt und ich habe auch schon mal die Halbstufen, die ihr da vorne sehen könnt, von außen gesetzt. Aber bevor wir uns dem weiter widmen, wollte ich noch mal etwas anderes bauen und zwar schnell eine Doppeltür mit in Nachtschaltung. Dafür brauchen wir ein wenig Redstone, einen Hebelschalter und dann wollen wir das Ganze noch mal bauen. Oh, jetzt habe ich ein Sandkorn irgendwie unter der Maus, ganz schlecht. Ja, dann wollen wir doch mal. Also, hier soll Kollege Hebelschalter hin, aber nicht so. Der soll mich schon angucken. Das hat also keine besondere Bewandtnis, das würde in beide Richtungen funktionieren, aber so finde ich es einfach besser. Dann müssen wir das hier umbauen, indem wir die Platten einfach mal rausnehmen und dann werden wir einfach nochmal zwei Blöcke ganz normalen Steinen davor setzen. Dann kommen hier einmal Platten hin. Und dann brauchen wir noch Platten. Und zwar an der Zahl 2. Und bauen hier nochmal die Platten hin. Und da war es schon. So, und jetzt müssen wir uns hier relativ großzügig mal runtergraben. Das wird natürlich alles später wieder verfüllt. Das soll nicht das Problem sein. So, dann geht's hier durch. Da weiß ich noch gar nicht, wie weit. Erstmal Beleuchtung setzen, denn das ist ganz schön dunkel hier unten. So, das sind zwei. Da sind genau die Platten drunter. Und dann können wir das hier rausnehmen. Das mache ich nur aus dem Grund, damit ich sehe, wann ich halt unter der Tür bin. So, der muss weg, der muss weg und der muss weg. Ja. Hurra, falsch. Der muss nämlich gar nicht weg. Der bleibt nämlich da. So. Hätten wir das auch schon mal geklärt, habe ich euch schon mal gezeigt, wie man es nicht baut, also wie man es falsch baut. Und dann wollen wir es doch jetzt mal, wenn es geht, richtig bauen. So, hier auf der Seite geht es dann weiter. Der muss raus, der muss raus, der bleibt stehen. Wie gesagt, wir hauen dann später, hauen wir hier alles wieder voll. Das bleibt also nicht so. Jetzt will ich aber erstmal auf die andere Seite. Komme ich da jetzt noch rüber? Gar nicht so einfach, wie ihr gerade seht. So. Hier kommt die Schaltung hin, aber wir graben uns hier erstmal runter. Und ruhig großzügig, hier sind die Druckplatten. Das kommt raus. So, damit können wir schon mal die erste Tür anschließen. Also hier oben einmal Redstone drauf. Dann verlegen wir das erstmal grob, denn ich zeige das erstmal ohne die Nachtschaltung, wie die ganz normale Doppeltür funktioniert. Im Augenblick ist es so, dass ich hier das Signal, um die Türen zu öffnen und zu schließen, das Signal nicht umdrehen brauche, also kann ich mir die eine Fackel sparen, die ich ansonsten eigentlich immer hier an diesem Block hatte ich sonst immer eine Fackel mit angebracht, wenn die Tür auf gewesen wäre. Da die Tür aber zu ist, brauche ich das nicht und das funktioniert jetzt auch schon. Also das ist jetzt halt wie gesagt eine ganz normale Doppeltür. Geht natürlich, wenn man die Platten direkt davor legt, wesentlich einfacher umzusetzen. Dann braucht man diese Redstone-Schaltung nicht. Aber wir wollen ja noch ein wenig weiter basteln und zwar soll das ja eine Nachtschaltung werden, damit uns, wenn da Tiere ausbrechen, die nicht laufend dann die Türen aufmachen. Ja, hier haben wir jetzt das Problem, wir können nicht weiter rüber, denn da ist schon der Braustandraum.
Also verlegen wir hier mal ganz normal das Redstone. Hier kappen wir es erstmal und hier kappen wir auch erstmal alles. Das nehmen wir erstmal raus. Und dann müssen wir mal gucken. Da müssten wir dann hier nochmal einen wegnehmen. Dann ist das natürlich auch falsch, wie ich es jetzt gelegt habe. So, so muss das. Und dann kommt das so und da kommt einmal Redstone drauf. Das hier ist wichtig, diese drei Steine. Die müssen wir jetzt allerdings erstmal zu einer Schaltung machen, indem wir uns einfach dreimal Redstone nehmen. Denn wir brauchen drei Redstone-Fackeln. Dann kommt eine links, eine rechts und eine in die Mitte. Damit ist die Schaltung mehr oder weniger schon fertig. Ja, das war die gesamte Nachtschaltung. Und jetzt müssen wir noch etwas wegnehmen, Redstone. Und zwar dieses gesamte hier hinten, denn das brauchen wir gar nicht. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Ja, wie ihr seht, blöd, jetzt haben wir uns eingesperrt, Türen gehen nicht mehr. Dafür müssen wir uns jetzt noch einen Knopf bauen. Den platzieren wir dort und wenn wir den drücken, dann gehen die Türen auch auf. So, jetzt schalten wir mal diese Nachtschaltung aus. Und jetzt funktionieren auch die Türen. Jetzt können wir das Ganze wieder abdecken. Das machen wir natürlich jetzt noch nicht so wirklich super ganz, denn ich muss mir das ja von drinnen dann erstmal anschauen. Also wie gesagt, jetzt haben wir hier die Nachtschaltung an, aus. Und jetzt verfüllen wir hier unten einfach den Raum wieder. Denn das brauchen wir ja alles nicht. Das ist alles überflüssig. Da können nur irgendwelche Mobs drin spawnen, wenn wir das nicht genügend ausleuchten. Und von daher, wie gesagt, verfüllen wir es einfach. Nee, das war nicht so schlau, denn jetzt habe ich das Signal unterbrochen gehabt. Und das war natürlich nicht das, was wir haben wollen. Also ein bisschen ausleuchten müssen wir schon. So, aber das ist ja gar kein großartiger Beinbruch. Hier hinten bauen wir, wie gesagt, all das wieder zu, was wir nicht wirklich mehr benötigen. Dann setzen wir da noch eine Fackel. Ja, das ist, sollte reichen. Und damit man das Ganze noch ein bisschen begehen kann, habe ich es halt, wie gesagt, auch noch leicht offen gelassen. So, aber das war's dann auch schon. Kling. So, alle zu. Wie gesagt, Nachtschaltung rein. Jetzt können unsere Tiere nicht mehr flitzen gehen, aber wir kommen immer noch raus. So soll das sein. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Stein. Ist aber auch nicht weiter wild. Ja, was wollte ich denn jetzt noch machen mit euch? In der angebrochenen Folge. Ich wollte mit euch die Redstone-Leitung verlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Redstone nehmen wir uns mal mit. Ja, ich bin voll der Hoffnung, dass das nicht reichen wird. Das ist sehr schön. Und die wollen wir natürlich auf der Beleuchtung dann schon mal anfangen zu verlegen. Aber erstmal gehen wir schlafen. Denn da huschen mir irgendwie zu viele Monster irgendwie noch im Garten rum. Das muss alles nicht sein. Ich packe auch mal mein Schwertchen wieder in die Leiste. Und für den Anfang, da ich das nicht alles in eine Folge reinbekomme. Irgendwas da, was mich angreifen möchte. Ja, fangen wir erstmal an. Bist du noch aggro? Nein, bist du nicht. Ja, die ist natürlich hier oben drauf gespawnt, weil hier natürlich noch keine Beleuchtung am Start ist. Wie gesagt, das wird sich aber geben, sobald die Beleuchtung da ist. Und wir rennen jetzt hier einfach erstmal einmal außen rum, verlegen den Redstone. Wir werden den natürlich dann aber auch wieder zum Teil rausreißen, denn wir müssen hier natürlich eine ganze Ecke Repeater setzen. Denn das Signal reicht natürlich bei Weitem nicht hier einmal außenrum. Aber ihr seht schon, das ist ein ganz netter Verbrauch, den wir hier haben an Redstone.
Das ist nicht gerade wenig und von daher bin ich ja ganz froh, dass wir so viel Redstone rausbekommen haben. Gerade auch durch Glück 3. Noch eine. So, jetzt hier. Jetzt gehst du aber mal ab da. Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. Blöd. Müssen wir uns erstmal wieder hochbauen. So, aber sie kann jetzt nicht wieder zurück hoch. Das geht also nicht. Ja, und wir brauchen noch viel, viel mehr Redstone. Yeah. Das wird so viel sein, was wir hier brauchen. Und dann hat das auch ein Ende, weil hier im Moment auf diesen Blöcken, da können natürlich noch die ganzen Spinnen drauf spawnen. Und das müssen wir natürlich erstmal unterbinden. So, jetzt kommen wir hier der Sache aber schon näher. Das geht doch mal so langsam. Ja, dann haben wir wenigstens schon einmal, habe ich das durchgelegt, ja, haben wir wenigstens schon einmal außenrum komplett alles mit Redstone klar gemacht. Hier möchte ich auch noch was bauen. Und das wird die Beleuchtung für hier. Ja, so haben wir das Ganze mit Redstone einmal außenrum gelegt. Wenn wir jetzt anzünden, sehen wir natürlich hier, also da brennen die wenigsten Lampen, brennen da. Ist ja auch klar, da fehlt es einfach noch an Lampen. Aber ich möchte jetzt noch die restlichen Stufen setzen. Da seid ihr halt auch noch mit dabei. Wir müssen auch noch mal in den Nether, wo ich dann auch noch mal eine geschnittene Folge machen muss. Und zwar, wenn ich den Pfeiler aushöhle. Denn das zieht sich ja dann auch noch mal ein bisschen hin. So, nehmen wir erstmal die drei, dann sind die auch weg. Ja, und ihr seht auch Halbstufen. Das ist also, das geht hier ganz gut weg. Von außen, wie gesagt, das zu setzen war jetzt nicht so das Mörderproblem. Das war eher, Quatsch, von innen zu setzen ist nicht so das Mörderproblem. Da kann man schön langlaufen und das geht alles relativ zügig. Von außen war eher das Problem. Denn da hat sich das zeitlich alles so ein bisschen hingezogen mit dem ganzen Gesetze. Ah, wenn ich nur nicht so viel falsch setzen würde. Leute, Leute, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich da jetzt irgendwas drauf liegen lassen? Nee. Ja, plopp, der letzte. Wie viel brauchen wir denn noch? Hier diese kleine Ecke und hier hinten. Na, lauf. Hier hinten waren wir, glaube ich, fertig. Das ist schon mal schön. Ja, danach heißt es dann Repeater bauen. Wie die Weltmeister. So um die 20 Stück werden wir wahrscheinlich erstmal benötigen. Aber für hier brauchen wir jetzt erstmal noch ein wenig Halbstufen. Und ich baue jetzt nicht zu viele, denn ich möchte die nicht auf Halde liegen haben. Da wird nur nach Bedarf gebaut. Ja, mit 6 komme ich nicht hin. Da werden wir nochmal 12 bauen müssen. So, haben wir 3 Stück, die wir auf Halde haben. Das war es dann auch schon. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Schön, schön, schön. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Natürlich, wie gesagt, die ganzen Repeater müssen noch gesetzt werden. 20 Stück wollte ich bauen. Das heißt also, wir brauchen erstmal Stickies für 40 Fackeln. So, jetzt aber. Einer fehlt, das ist ja blöd. So, 40 brauchen wir. Ach, das war einer zu wenig.
Das ist sowieso blödsinnig, was ich da gerade mache. So, zack. Und jetzt müssen wir erstmal 40 Fackeln bauen. Die haben wir jetzt gebaut. Aber wie es weitergeht, Leute, an diesem lustigen Pling, habt ihr es ja gehört, werden wir erst sehen in der nächsten Folge. Also, macht's erstmal gut.